Okay. Oh, ausnahmsweise mal friedlich geschlafen. Kein Pfeil im Gesicht. Kein Kugelfisch mehr vor meiner Tür. Ist es ein Traum? Ist es die Wahrheit? Meine Fußmatte ist immer noch weg. Das kann ja nicht sein. Easy? Hm? Bist du am Angeln? Ja, aber ich fange keine Fische. Aha. Cool. Wenn Fisch anbeißt, dann lasse ich ihn einfach wieder los. Aha, verstehe. Ja. Wo hast du das Boot her? Hast du das gefunden einfach? Habe ich gebaut. Das ist ein Wasserboot. Das besteht aus Wasser und Holz. Das ist überraschend friedlich. Wo ist Blinky? Weiß ich nicht. Warte, Blinky ist gar nicht bei deinen Zitronen, oder? Normalerweise schon. Du hast keine mehr. Nein, ich habe keine mehr. Hast du mal welche? Blinky. Weil da Blinky ist keine einzige Zitrone mehr zu sehen, Easy. Da ist keine. Es ist mittlerweile ein kleiner Krieg auch ausgeartet zwischen Easy und Blinky. Wir haben hier Schilder mit durchgestrichenen Zitronen. Schilder, auf denen steht nicht für Kühe. Zitronen, die mal an diesem Baum hängen. Jetzt aber nicht mehr hängen. Ja. Oh, danke. Cool. Was brauchst du mal? Wasserholzboot. Ja, nee, also kommt bestimmt irgendwann mal nützlich zu Hände. Aber, was wir noch zeigen können, ist, hier ist nämlich meine Fußmatte hin entführt worden. Aber für einen guten Zweck, denn hier ist unser süßer kleiner Merchladen, beziehungsweise Raum. Und hier haben wir unsere beiden Designs. Und zwar ist es das BFF-Design und das, was die Easy hatte mit den Blümchen dran. Das gibt's noch aktuell im Shop, hoffe ich. Ziemlich sicher. Ansonsten müsst ihr euch vielleicht beeilen, falls es da nicht mehr weg ist. Die Folgen sind ein bisschen vorproduziert, deswegen kann man da nicht so hundertprozentig viel sagen drüber. Aber die Chance, dass noch ein bisschen was da ist, ist nicht ganz null. Also wenn ihr schnell seid, dann könnt ihr noch was ergattern und könnt euch hier am ersten Link in der Infobox in den Shop reinsuchen und das Design euch holen. Da kriegt ihr Autogrammkarten zu. Die sind von Easy und mir beiden unterschrieben. Und genau, das ist super süß. Und ja, ich habe meins schon. Easy hat ihr es schon. Wir sind sehr zufrieden, würde ich sagen. Ja. Also, meins ist. Welche Farbe hat deins? Ich habe es bestellt, aber ich weiß nicht mehr, welche Farbe es war. Das verstehe ich. So ein Mist, verdammt. So ein Mist. Ich werde mich überraschen lassen. Ah, okay. Aber gut, ich schicke ein Foto. Wir heute. Was? Wir brauchen erstmal Blöcke, oder? Wir brauchen erstmal Blöcke. Vielleicht hat Blinky Blöcke, warte mal. Hallo Blinky! Blinky chillt einfach im coole Wasserfall. Coole Früchte hier, schau mal. Was ist denn das? Bin nicht. Was ist das? Wollen wir einmal ab. Nicht so, Ronja, du musst es anklicken. Ich klicke es nicht an. Oh, Drachenfrüchte. Vielleicht kannst du einen Drachenfruchtbaum bauen. Ich glaube, die mag Blinky nicht. Magst du die, Blinky? Magst du eine Drachenfrucht? Er isst sie auch. Er nimmt alles. Blinky ist wirklich alles. Ach, okay. Mist. Oh mein Gott. Easy, du willst nicht in Blinkys Höhle rein. Wieso nicht? Blinky, lass mich nicht rein! Blinky, geh mir aus dem Weg! Was ist alles denn da? Voller Zitronen! Nein, alles, Blinky! Die ganzen Wände, die ganzen Decken, hier sind deine ganzen Zitronen! Wie kannst du es wagen? Nein! Gib mir meine Zitronen wieder! Ich mag zwar gar keine, aber du kriegst sie auch nicht! Armes Blinky! Böses Blinky! Oh mein Blinky. Gott, sind hier viele Zitronen! Oh, warte mal, hier hinten. Stimmt, hier hinten ist ja noch dieser andere Raum. Oh, hier ist eine Kiste! Ich habe hier nie wirklich drauf geachtet. Hier sind Blöcke, Easy. Ich habe Blöcke. Ach so, super. Bist du gerade... Blinky schläft die ganze Zeit. Blinky, hör auf mich zu schlagen! Blinky! Ah! Blinky, das wird nicht gut für dich enden. Nee. Oh nein! Die ganze Höhle. Okay, ich habe eine Zitrone, ich habe eine Drachenfrucht und einen Haufen Blöcke. Oh ja? Und zwar, ich habe eine Insel gesehen, die ist relativ weit weg. Und mit relativ weit weg ist, pack dir vielleicht mal deine Wanderschuhe ein, weil wir müssen ewig laufen. Okay. Erinnerst du dich noch, in welche Richtung die Pegasus-Insel war? Ja, das weiß ich noch. Das ist hervorragend. Die müssen vielleicht wir können nämlich. Wir das Pegasus nehmen und fliegen, aber ich glaube, das ist ein Zoo. So, dann zur nächsten. Da ist, hat jemand den Weg nicht richtig ausgebaut. Das war auf jeden Fall nicht ich. Da wüsste ich, da weiß ich von nichts. Und du meinst jetzt die Insel da oben oder welche? Hier war irgendwo noch eine Insel. Ja, auf der wir noch nicht waren. Die da oben, da waren wir schon. Hier links? Hier vorne. Hier vorne? Die kleine Insel, ne? Das Ding? Ja, die mit dem Baum. Ja, nein, da weiter hinter. Ja, die sehe ich nicht. Siehst du nicht? Au! Oh. Ja, wir brauchen Blöcke. Hast du Blöcke? Ich hab Blöcke, ja. Okay, soll ich mich bauen? Die reichen, ja. Wäre vielleicht ganz gut. Soll ich die mal hier rübergeben? Mhm. Bitte. Werf die mal alle hier hin. Achso, muss ich mich von da ausbauen, okay? Ja, vielleicht, damit wir hier die Blöcke optimieren können. Okay.
Oh, das ist aber eigentlich voll hübsch hier. Guck mal. Oh. Mit dem Wasser? Wir hatten noch keine Insel mit so viel Wasser. Ja, stimmt. Oh, da hinten ist ein Delfin. Wasserfall. Was? Wo? Da, der schwimmt hier. Nein, als ob. Oh, der ist voll niedlich. Ey, richtig, können wir jetzt auf dem können wir reiten? Cool. Delfin reiten! Ich will auf dem Delfin reiten. Komm mal her, kleiner Delfin. Ich will. Warum sollte er? Warum sollte er? Ja. Ich hab Fische. Hier, Delfin. Hier ist roher Fisch. Guck mal, da. Okay. Zack. Warte, warte. Hier. Hab ich aus Ronjas Ofen geklaut. Super. Ich meine, ich kann auf ihm reiten, aber ich habe das Gefühl, ich drücke ihn einfach nur runter. Vielleicht bin ich zu dick. Vielleicht ist das das Zeichen. Ich glaube, das ist nämlich nichts Gutes. Kannst du auf ihm reiten? Ich weiß es nicht. Komm her, Delfin. Brauchst du noch einen Fisch? Weißt du, was wir versuchen könnten, wenn wir ihn mitnehmen wollen? Wir könnten das Boot nehmen. Oh, warte, warte, ich mach mal das Boot hin. Ja, stimmt, dann können wir ihn da reinsetzen. Aber wir brauchen doch eh noch eine Rune. Das stimmt, warte mal. Ich setze das Boot schon mal hin, dann kann er sich damit vertraut machen. Ich habe das gehört, dass man das bei Tieren machen soll. Okay, Rune. Die ist dann safe irgendwo im Wasser, oder? Ich tauche mal eine Runde, warte kurz. Hier ist gar nichts. Hier ist gar nichts, Easy. Echt nicht? Habe gerade geguckt, hier ist nichts. Oh, der Baum wirft voll Schatten. Ist dir mal aufgefallen, wenn man hier runtergeht? Es ist richtig super dunkel hier. Ja. Verrückt. Okay, warte mal. Wenn ich eine Rune wäre, dann wäre ich beim Wasserfall. Dann wäre ich beim Wasserfall. Sie eindeutig. Ist beim Wasserfall. Ich bin quasi im Kopf der Rune drin. Ja, ja. Tatsache. Wenn ich eine Rune wäre. Alles klar. Ich werde aber warte, wir müssen irgendwie den Delfin dazu bringen, ins Boot zu gehen. Ich komme hier nicht durch. Der Wasserfall ist zu stark. Echt jetzt? Ich komme hier nicht durch. Hier ist zu viel Wasser. Nein! Es geht nicht. Es ist unmöglich. Nee, es ist unmöglich. Unmöglich. Es ist unmöglich. Weiß nicht, wie das jetzt wie passiert hast du ist. Du hast das jetzt gerade hingekriegt. Keine Ahnung. Weil es war unmöglich. Es war ihm so unmöglich. Es war unmöglich. Also, das haben wir jetzt ja auch alle mitgekriegt. Das war unmöglich. Von daher. Ja, war es halt unmöglich. War es halt genau. Unmöglich. Aber durch den wilden Zufall haben wir jetzt trotzdem die Delfin-Runde gekriegt. Naja, gut. Ich habe das Gefühl, in diesem Projekt sind wir beide einfach die dümmsten Versionen von uns. Das ist furchtbar. Ich finde ja so schon nichts, aber ich finde anders nichts in dem Projekt. Irgendwie, das läuft einfach gar nicht gut. Das ist seit dem blöden Crash mit dem Heißluftballon geht es nur noch bergab. Für uns. Ja. Yep. Da ist same. Nichts mehr zu finden. Komm mal her, Delfin. Meinst du, der geht kurz an Land, wenn ich ihn jetzt hier so ein bisschen mit Fischen anlocke? Geht er ins Boot? Wir wollen ja. Ja, ich denke schon, dass er da einsteigt. Es ist ja ein Wasserboot. Das es ist ja eigentlich ein Wasserboot. Wasser. Das ist ja. Er stickt ja nicht. Richtig. Oh, wer versucht's? Außerdem, Delfin atmet doch Sauerstoff. Wie soll er denn ersticken? Er muss stimmt. Nur nass gehalten werden. Die atmen jetzt muss er eigentlich fahren. Okay, Delfin, fahr vorwärts. Er fährt! Yes! Oh, ich habe ihm extra hier so einen Wasserfall gemacht. Da kann er nämlich dann hochschwimmen. Oh, guck mal hier hinten. Tipptopp. Genau. Und dann schaffen wir das, glaube ich, auch nach Hause. Dann schaffen wir das. Jetzt muss er aussteigen. Und aus dem Boot. Das Boot wird untergehen, Delfin. Das Boot bitte wird nicht untergehen. Das Boot. Nein, Delfin, du musst aussteigen. Und dann bringen wir das Boot für dich hoch. Und das Boot bringen wir, genau. Warte, ich baue das kurz ab. Wunderbar. Magisches Boot. Einmal nach oben schwimmen und dann kannst du das Boot oben für ihn setzen. Ja? Ich versuche mein Bestes. Ich sag, mit Wasser habe ich meine Probleme heute. Ich weiß nicht warum. Aber soll nicht sein. Nee. So. Ich habe hier das Boot gesetzt. Geht das? Kommt er da rein? Er kommt da rein. Der fährt. Ja, dann los. Oh. Okay, das ist sogar ziemlich gut hier auf der Insel. Ganz hoch kommt er nicht. Ich glaube, ich muss ihm hier das Boot nochmal hinstellen. Meinst du nicht? Doch, ich glaube schon, dass du von hier aus. Komm mal an den Stern. Ja, ja, komm mal ran, ja? Komm mal ran. Oh, das ist ja dann kannst du das Boot mitnehmen und ihn gleich hier hinsetzen. Genau, ja, ja. Warte. Ja. So, für den Delfin. Bitteschön, einmal das Boot. Und dann suchen wir für dich ein schönes Gehege mit Wasser. Baust du die Igelbarrikade ab? Hast du einen gesehen, dass es zu nichts führt? Ja, habe ich. Wir haben da ich keinen glaub, Namen in der Mitte für den Igel. Ich würde den Igel gerne benennen. Haben wir hier schon irgendein Tier? Lebt hier? Ronja. Hier lebt irgendwas. Hier lebt aber Ronja. Aber das hat sich gerade versteckt. Nein, nein, nein. Der Pinguin. Der ist unten irgendwo. Ja. Du hast auch einen Keller hier nämlich. Du kannst da richtig runter hier vorne. Ja, ja, genau. Der, ist wahrscheinlich, der hat ja das letzte Mal auch unten, als wir den gefunden haben, in so einem kleinen Keller gewohnt. Passen Delfine wirklich zu Pinguinen?
Ich glaube nicht, tatsächlich. Hier zum Beispiel. Guck mal, hier ist Wasser. Hier ist Wasser? Von, ja? Ja, ja, guck mal hier. Okay. Komplett voll mit Wasser. Dann rein mit dir, Delfin! Bevor du austrocknest. Ah, im Wasserboot. Das ist ja witzig. Okay, gut, dann haben wir... Oh, Entschuldigung. Ups, habe ich dich geschleicht. Ich wollte das Boot eigentlich nur abbauen. Damit er auch raus kann. Ja, können wir machen, klar. Können wir vielleicht irgendwie die Tage machen. Machen wir genau. So. Ja, ja. Lass ihn mal das Boot da, bitte, Delfin. Der freut sich, der schwimmt da voll cool rum. Ja, okay, dann setzen wir die Rune ein, oder? Yes, andere Richtung. Andere Richtung, wusste ich. Ich möchte gerne einen Namen für den Igel finden. Oh nee, nicht der Igel. Doch, der Igel ist mein Freund. Ich mag den Igel. Hast du den Igel? Nee. Doch, doch, doch. Igel ist blöd. Ich mochte Igel schon immer. Wie gesagt, ich wollte mal einen. Ich bin hier in einer ganz falschen Richtung. Ja, wo gehst du denn hin? Ich bin, glaube ich, quer gelaufen, kann das sein? Nicht doof. Soll ich dich TP'en? Nee, ich hab's, ich hab's. Ich hab's, ich hab's. Glaube ich nicht. Jetzt hab ich's wirklich. Ich sehe dich nämlich nicht. Ja, ja, aber ich bin jetzt in der richtigen Richtung unterwegs. Kein Ding, easy. Guck ja, mal. Ich sehe dich. Ohne okay. Problem. Oh, da ist der Igel. Nein, hallo? Nicht der Igel. Oh, oh. Ich mag den Igel. Guck mal, der Igel, da vorne ist die Igel. Von mir. Der Igel, sobald er dich erspäht, sobald er dich riecht, denkt er sich, oh ja, die easy. Die schnapp ich mir. Nein, der Igel! Delfinrune, einmal. Ah, weg mit mir, weg mit dir. Ich bin einfach runter. Wo seid ihr? Ich bin außenrum. Die Luft weg. Von dem blöden Igel. Hey, der Igel ist nicht blöd. Der Igel hat der will mich vergiften. Der Igel ist giftig mit seinen blöden Stacheln. Der ist überhaupt nicht giftig. Igel sind nicht giftig. Natürlich sind Igel giftig. Hi, ich bin wieder bei dir. Doch. Hi. Hast du die Rune eingesetzt? Ich habe die Rune eingesetzt. Wunderbar. Jetzt brauchen wir nur noch 9 Runen. Oder? Cool. Ja, das war's denn. Cool. Nice. Okay, gut. Das war's für diese Folge. Minecraft Pets. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Kommentar da. Wenn ihr einen Namen für den Igel habt, dann lasst gerne einen Kommentar da. Er ist wieder da. Nenne ich ihn, keine Ahnung, Schnuff oder so. I don't know. Nein. Nein? Hilfe! Macht's gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit ihr keine neuen Folgen mehr verpasst. Und schaut unbedingt beim Merch vorbei. Dann könnt ihr euch das neue Design sichern. Und dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!